Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einem Review zu dem Set High Speed Riders, das am Donnerstag schon, 1. Oktober, erscheinen wird. Das ist halt bisher total untergegangen, keiner hat drüber geredet, wegen den Megatins und sowas. Leute reden immer noch über die Megatins und ich habe echt gar nichts zu dem Set gehört. Deswegen schauen wir uns das mal heute ein bisschen genauer an und ich gebe euch einen kleinen Überblick, was alles da drin ist und was das überhaupt für ein Set ist. Also, wie gesagt, es kommt schon am Donnerstag raus und Konami hat echt einen schlechten Zeitpunkt gewählt, direkt nach dem Megatint so schnell noch ein Set rauszubringen. Oder vielleicht ist das Set einfach nur Müll und deswegen spricht keiner drüber. Also das ist wieder so ein Set, wo immer eine Superhero drin ist, was ja ab nächsten Jahr sogar beim Hauptset so sein wird. Ein Review und Reaction-Video dazu könnt ihr unten in der Beschreibung finden, haben wir gestern erst hochgeladen. Das Set hat nur 60 Karten. Und das ganze Set, also in dem ganzen Ding, sind nur 5 Secret Rares und 6 Ultra Rares und dann 10 Super Rares, was halt richtig wenig ist. Und das könnte man sogar fast alles mit einem Display ziehen. Wahrscheinlich zwei und man hat einfach alles aus dem Set. Auf jeden Fall echt ein kleines Set und ich weiß echt nicht, ob sich das lohnt. Auf jeden Fall sind in dem Set mehrere neue Themendecks wieder mal. Da haben wir die Speedroids und die High Speedroids. Sieht ganz interessant aus, das Deck. Review zu dem Themendeck kommt auf jeden Fall noch. Dann das zweite andere Themendeck ist Cyframe. Sieht auch ganz interessant aus. Auch dazu ein Review bald. Das sind halt die zwei großen Themendecks, neun. Mal schauen, was die können. Dann gibt es noch ein bisschen Resonator und Archfiend Support. Also wie ihr hier sehen könnt, obwohl es schon am Donnerstag erscheinen wird, echt noch nicht viel bekannt. Scheint echt so, als würde es echt niemanden interessieren, das Set. Also ich habe von ein paar Händlern gehört, dass sie schon ein paar von den Displays erhalten haben und ein paar haben das auch schon aufgemacht. Aber trotzdem weiß man immer noch nicht die ganze Kartenliste aus dem Set, also echt merkwürdig. Wenn man sich nach Japan richtet, dann gibt es halt noch die Goyo-Monster, zwei Synchro-Goyo-Monster in dem Set und dann noch ein paar Reprints, zum Beispiel Pot oder Cardcaptor oder sowas. Was bei uns noch als Reprint kommt, ist Emergency Teleport. Das ist, glaube ich, die einzige interessante Karte aus dem Set. Und zwar auch schon seit Ewigkeiten bekannt. Was noch vielleicht von Interesse sein könnte, ist Black Rose Moonlight Dragon ist drin. Der war davor nur Jump Promo und auch Stardust Spark Dragon, habe ich gehört. Von einem Händler, der das schon aufgemacht hat. Und genauso ist auch Trishula drin, hat er mir erzählt. Das sind vielleicht die einzigen Karten, die von Interesse sein könnten. Aber ansonsten ist das Set echt uninteressant. Also auf jeden Fall echt merkwürdiges Set. Nichts ist bekannt, keine Rarität, einfach gar nichts. Und es scheint auch niemanden zu interessieren, also ich würde euch nicht raten, das zu kaufen. Es sei denn, die Speedroids oder die Cyframes sind für euch von Interesse. Ich werde sie mir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Ansonsten hat das Set ja echt nicht viele Karten. Falls ihr eins von den zwei spielen wollt, möglicherweise ein Display, zwei Displays und ihr habt beide davon sogar komplett. Und sonst Stardust Spark Dragon und Black Rose Moonlight Dragon sind ganz gut. Ich denke mal, wir werden kein Opening dazu machen. Wird sich echt nicht lohnen. Ja, ansonsten war es das auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick dazu geben. Näheres zu den zwei Themendecks, Speedroids und Cyframes wird noch kommen. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Sponsoren ab. Und ciao.